Elmar, die Situation am Kapitol berichten wir seit ungefähr 2 Stunden. Wie sieht die Lage im Augenblick aus? Ja, im Augenblick sieht es so aus, als bereitet sich die Polizei, die Sicherheitskräfte darauf vor, die Stufen des Kapitols zu räumen. Wir haben vorhin von der anderen Seite des Kapitols, der Westseite, gehört, dass ganz offenbar Tränengas eingesetzt wurde. Wir haben auch Schwaden hier herüberziehen sehen. Es sind dann offenbar eine Reihe von Demonstranten von der anderen Seite hier auf die Ostseite des Kapitols gekommen. Es sind bei weitem nicht mehr so viele Demonstranten hier, wie das heute am Nachmittag der Fall war. Es sind viele nach Hause gegangen. Möglicherweise folgen sie der Aufforderung nicht nur der Polizei, sondern auch des Präsidenten, der sich ja per Twitter und auch über ein Video an seine Anhänger gewendet hat. Sie sollen friedlich das Kapitol verlassen. Aber es ist noch ein harter Kern da. Das sieht man hier rechts hinter uns. Das sind die Haupteingangsstufen des Kapitols auf der Ostseite. Und auf dieser Seite stehen, wir schwenken noch mal zurück, weil hier gerade jetzt offenbar Tränengas eingesetzt wird. Es sind auch Blendgranaten möglicherweise eingesetzt worden. Das sind gerade die der Knall, den wir gerade hörten, die 2 Detonationen. Das waren möglicherweise Blendgranaten, die eingesetzt wurden. Und wir sehen auch hier, dass jetzt Demonstranten von der Westseite des Kapitols hier herüberkommen. Also wir rechnen damit, dass die Sicherheitskräfte jetzt alles daran ransetzen werden, die Demonstration zu zerstreuen. Es gibt hier einen harten Kern und darunter sind eben Milizionäre. Hunderte haben wir heute im Laufe des Tages hier gesehen. Sie dürfen ihre Waffen eigentlich nicht mitbringen nach Washington DC. Das ist verboten, das wäre illegal, eine Straftat. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass der eine oder andere doch Waffen mitgebracht hat und dass es heute hier am Abend, sei es hier oder anderswo in der Stadt, noch zu ernsthaften Ausschreitungen, vielleicht auch zu sehr, sehr ernster Gewalt kommen könnte. War das, was wir in der Rede von Donald Trump gehört haben, wir haben ja eine Wiederholung dessen immer wieder gehört, was wir schon alles kennen, nämlich den Vorwurf des Betrugs, aber eben auch den Hinweis, geht zum Kapitol und protestiert und demonstriert. War das tatsächlich so gemeint, wie wir das jetzt gesehen haben? Denn Donald Trump hat ja quasi mit seinem Tweet danach, verhaltet euch friedlich, die Hälfte schon wieder zurückgenommen. Ist da irgendeine Taktik dahinter? Also es lässt sich natürlich schwer beurteilen, was genau im Kopf des amerikanischen Präsidenten vorgeht. Ich glaube, seine Tweets sind aber deutlich gekommen, nachdem er die Menschenmassen aufgefordert hatte, von der Ellipse hinterm Weißen Haus hierher zu ziehen auf das Kapitol. Er hat gesagt, wir gehen oder marschieren auf der Pennsylvania Avenue Richtung Kapitol. Er hat den Anschein erweckt, er würde möglicherweise mitmarschieren. Und er hat ganz klar ja gesagt, wir werden die Niederlage niemals, eine Niederlage niemals eingestehen. Sie gehen fest davon aus, eben, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Seine Anhänger gehen davon aus. Also man kann klar sagen, der Präsident höchstpersönlich hat die Menschen aufgewiegelt, das Kapitol zu stürmen. Und so ist es dann auch hier gewesen. Wir haben das ja die ganze Zeit über mitbeobachtet, wie die Menschenmengen hierher kamen auf beiden Seiten des Kapitols in Zahl von Tausenden, die Treppenstufen hochgestürmt sind und einige von ihnen ganz offenbar ja auch in das Kapitol dann eingedrungen waren. Alle Kolleginnen und Kollegen aus den USA haben vor der Wahl ja immer über das Land berichtet, was so tief gespalten ist, berichtet darüber, dass es viele Menschen gab, die auch schon in einer Art Hass reagiert haben, Hass vor allen Dingen gegenüber den Demokraten. Was bedeutet ein solcher Tag, was bedeuten solche Vorgänge heute vor dem Kapitol für die Zukunft, für die zukünftigen Wochen, Monate in den USA? Also das Naheliegende ist natürlich jetzt, dass wir eine sehr angespannte Situation auch noch in den nächsten 2 Wochen haben werden bis zur Amtseinführung. Der Kongress muss die Beglaubigungen des Siegs von Joe Biden noch nachholen, hoffentlich eben an diesem Donnerstag. Der amerikanische Präsident könnte noch eine Menge mehr Unheil anrichten in diesen 2 Wochen, wenn er vielleicht den Ausnahmezustand verhängt, das Militär auf den Plan ruft. Nach dem, was wir heute hier gesehen haben, ist eigentlich alles möglich. Die Spaltung im Land ist tief und man kann nur hoffen, dass diese Bilder auch manche von Trumps Anhängern erschrecken,
weil das ist ja nichts anderes als ein Angriff auf die Demokratie, auf einen demokratischen Prozess hier gewesen. Und das mag fast als Schlagzeile auch über die 4 Jahre der Trump-Präsidentschaft stehen, denn es gibt ja vieles, was er getan hat, was man als Angriff auf die amerikanische Demokratie sehen kann. Und es kommt wirklich darauf an, gibt es genügend Amerikaner, denen die Demokratie wichtig genug ist, dass sie sie gegen den Trumpismus verteidigen. Es ist eine Ideologie, die sich im Land weiter ausgebreitet hat und die nicht einfach verschwindet, wenn Donald Trump vielleicht dann doch und hoffentlich und eigentlich sogar sicher in 2 Wochen das Amt endgültig verlassen muss. Ja, beide Sitze gehen an die Demokraten, haben wir gerade erfahren. Das heißt also, rein vom normalen Prozedere her ist die Wahl quasi gelaufen. Nun haben aber zum Beispiel heute Mitch McConnell oder auch Kevin McCarthy von den Republikanern selbst Kritik geübt an Trump. Ist sozusagen das Abrücken von Trump jetzt schon heute zu beobachten? Werden diese Vorgänge dazu führen, dass sich die Republikaner von ihm abwenden? Also tiefe Spaltung der Republikanischen Partei war heute sichtbar. Das, was Mitch McConnell gesagt hat, er sprach von Tribalismus, also Stammesdenken, dass hier eine Art Sektierertum am Werke ist in den USA. Damit hat er sich gerichtet gegen Donald Trump und auch gerichtet gegen die in seiner Partei, die Donald Trump weiter im Grunde genommen unterstützen, dabei die Legende von einer angeblich gestohlenen Wahl am Leben zu erhalten. Die Partei ist tief gespalten. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich zeigen, inwieweit oder welcher Flügel innerhalb der Republikanischen Partei die Oberhand gewinnt. Ist es vielleicht ein Mitch McConnell, der extrem spät, nämlich eigentlich so richtig klar erst heute, sich positioniert hat gegen Donald Trump? Oder ist es vielleicht der Flügel, der ja in diesem Kongress hier hinter mir auch vorhanden ist, über 140 Abgeordnete im Repräsentantenhaus, mindestens 13 Senatoren, die bereit waren, hier die Demokratie, ich sag mal, zu torpedieren mit ihrem Einspruch gegen das Wahlergebnis. Unter ihnen oder allen voran Ted Cruz, ein Senator, dem man nachsagt, dass er in 4 Jahren antreten will für die nächste Präsidentschaftswahl, voll auf der Linie von Donald Trump und des Trumpismus. Also der Trumpismus und die Auseinandersetzungen zwischen den Trumpisten, dann seiner eigenen Partei, aber sicherlich auch mit den Demokraten. Das wird die Politik in den nächsten 4 Jahren sicherlich überschatten. Es geht ja nicht nur um eine Spaltung im Land, die ja immer wieder berichtet worden ist, auch in den längeren Reportagen. Ich erinnere mich an deine Reportage durch die USA vor der Wahl. Aber da war ja auch sehr deutlich, es gibt nicht nur eine Spaltung, es gibt auch tatsächlich schon Gruppen, die sich massiv radikalisiert haben. Ist das tatsächlich eine Gefahr für die amerikanische Demokratie? Ja, die radikalen Gruppen, die gibt es, auch Extremisten, die bereit sind, zur Gewalt zu greifen. Ich halte die noch nicht mal für die allergefährlichsten, sondern die allergefährlichsten sind all jene, die mitlaufen, die ermächtigen, die als Erfüllungsgehilfen unterwegs sind, sei teilweise in politischen Ämtern, teilweise aber auch Unterstützer unter den Wählern, die schlicht und ergreifend in einer anderen Wirklichkeit leben, die nicht akzeptieren, dass die Wahl eben anders ausgegangen ist, als sie sich gewünscht haben. Und vor diesem Hintergrund befürchte ich, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin große Auseinandersetzungen, vielleicht auch Gewalt in Amerika sehen werden. Ich sage ganz ehrlich, ich wage keine Prognose. Ich hoffe jedenfalls, dass sich genug aufrechte Demokraten finden, die nach wie vor an das amerikanische Ideal glauben. Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie. Und das muss Joe Biden irgendwie schaffen, dieses Land ein Stück weit zusammenzubringen. Und das schafft er eigentlich nur, wenn er mit seiner Politik auch den ein oder anderen Wähler, eigentlich sogar viele von Donald Trump, überzeugen kann, dass ein Demokrat kein Sozialist und kein Kommunist ist, sondern dass er auch eine Politik machen kann im Sinne der Menschen in diesem Land. Emma, ganz herzlichen Dank nach Washington.